Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, und natürlich auch herzlich willkommen, Herr Weihbischof Dr. Zekorn, hier in unserem TV-Studio im Schiller Gymnasium in Münster. Wir sind sehr froh, Sie heute hier zu haben und Ihnen einige Fragen zu einer Weltarbeit in der Kirche stellen zu dürfen. Ja, und ich freue mich, hier zu sein, in diesem wirklich erstaunlichen Studio. Herzlich willkommen auch von mir. Die deutschen Bischöfe sagten 2004, dass die Weltkirche als Glaubensgemeinschaft gleichzeitig eine Lerngemeinschaft, Gebetsgemeinschaft und Solidaritätsgemeinschaft sei. Sie sind als Weihbischof zuständig für die eine Weltarbeit im Bereich des Bistums Münster. Was bedeutet Weltkirche für Sie? Weltkirche, das ist die große Gemeinschaft von über einer Milliarde Menschen, die durch die Gemeinschaft mit Christus verbunden sind und durch ihn untereinander Gemeinschaft haben. Das Referat Weltkirche koordiniert und unterstützt für das Bistum Münster zentral und konzeptionell Aktivitäten im Feld Weltkirche. Und durch Arbeiten und im In- und Ausland wird dieser Auftrag erfüllt. Wo sehen Sie dort den Schwerpunkt und welche Rolle spielt die Kirche für die eine Weltarbeit? Also im Hinblick auf die Auslandsarbeit sind unsere Schwerpunkte vor allen Dingen der Austausch mit den vielen Menschen in Diözesen, in Vereinen, mit denen wir durch ja wirklich ein internationales Netzwerk verbunden sind. Und natürlich über den Austausch hinaus, also die persönliche Begegnung, die Briefe, also diese Kommunikation, über den Austausch hinaus dann aber auch die ideelle und finanzielle Unterstützung da, wo Not ist, und das ist eben in sehr vielen Ländern in der Welt. Im Hinblick auf unsere Arbeit hier vor Ort sind die Schwerpunkte eigentlich drei. Einmal die Arbeit an der Bewusstseinsbildung, dass wir alle gemeinsam Verantwortung für die eine Welt haben und dass wir uns alle entsprechend verhalten sollen. In diesem Sinn setzen wir uns sehr stark zum Beispiel für fairen Handel ein. Ein zweites ist die Unterstützung der vielen örtlichen Gruppen, die in der eine Weltarbeit engagiert sind. Und das dritte, wo wir sehr intensiv drin sind, ist das Engagement im freiwilligen Dienst, wo also junge Leute in der Regel nach dem Abitur für etwa ein Jahr in eines der Länder der verschiedenen Kontinente gehen und von uns entsprechend geschult und begleitet werden. Ist das jetzt ein kirchliches und rein katholisches Angebot? Das ist grundsätzlich, was wir jetzt machen, ein kirchliches Angebot. Aber es gibt auch Möglichkeiten, wenn man jetzt nicht katholisch ist, entweder über uns oder über andere Träger einen solchen Dienst wahrzunehmen. Oft beklagt man sich ja, dass der junge Nachwuchs in eine Weltarbeit irgendwie fehlt. Sehen Sie das auch so, und was vermuten Sie sind die Gründe dafür? Das erlebe ich sehr unterschiedlich. Es gibt eine Weltgruppen, die sehr jung aufgestellt sind. Also ihr hier zum Beispiel, aber da gibt es auch noch andere. Und es gibt eine Weltgruppen, wie es bei anderen Gruppen auch ist, wo sich ein bestimmtes Team, eine bestimmte Gruppe gebildet hat und über Jahre, manchmal über Jahrzehnte weiterentwickelt, aber eine feste Gruppe bleibt. Da gibt es dann manchmal Probleme im Hinblick auf fehlenden Nachwuchs, in Anführungszeichen. Ich glaube, dass es wichtig ist, immer den Blick dafür zu behalten, wie man junge Menschen für diese Aufgabe gewinnen kann. Wie denken Sie denn, kann man junge Leute dazu bringen, an der eine Weltarbeit teilzunehmen? Und vor allem, was können diese Leute dann genau machen? Ich würde jetzt ja gerne zurückfragen, wie ihr dazu gekommen seid. Ich vermute, dass es die Begeisterung von anderen war, die euch angesteckt hat. Jedenfalls so habe ich es bei mir erlebt und so erlebe ich es, dass das Entscheidende ist, von der eigenen Begeisterung zu erzählen und so andere mitzunehmen in das Engagement für die eine Welt. Und was konkret können Jugendliche dann tun? Das ist wirklich sehr vielfältig. Also
von der Arbeit, die ihr hier macht, also eine internationale Vernetzung über eine konkrete Mitarbeit, etwa in einem einen Weltladen, über Mitarbeit in eine Weltgruppe, die ein ganz bestimmtes Projekt unterstützen. Und auch in dieser eine Weltgruppe kann das dann sehr unterschiedlich sein. Da gibt es die, die Kommunikation mit dem Projekt machen, da gibt es die, die die Öffentlichkeitsarbeit machen, da gibt es die, die Ideen sammeln, wie man Spenden zusammenbekommen kann, um bestimmte Projekte zu unterstützen. Dann gibt es eben den freiwilligen Dienst, den man, das sei in Klammern noch gesagt, auch nicht nur als junger Mensch machen kann, sondern da kann man auch älter sein. Ich habe gerade zwei, die schon über 40 waren, nach Argentinien ausgesandt. Also da gibt es eine große Vielfalt. Ich habe jetzt noch nicht alles genannt. Also es gibt dann noch das politische Engagement, das nicht zu vergessen ist im Menschenrechtsbereich. Das kann man natürlich in einer Partei machen, das kann man in Menschenrechtsgruppen machen. Und das ist bestimmt noch nicht alles, aber das ist, wie es mir gerade jetzt so einfällt. Welche Vision haben Sie für die Kirche von morgen? Dass die Kirche noch lebendiger als es jetzt, sie es jetzt schon tut. Denn es gibt Gott sei Dank sehr viel Engagement in diese Richtung. Aber dass die Kirche noch lebendiger dafür eintritt, dass Menschen menschenwürdig leben können, dass sie mit Gott und in Frieden leben können und dass alle den Wohlstand miteinander teilen. Für 2012 plant The Global Experience ein Projekt zum euro-arabischen Dialog. Wie genau sehen Sie das Verhältnis zwischen Christen und Muslimen? Das ist jetzt natürlich eine sehr komplexe Frage, weil das auf der Welt ganz unterschiedlich ist. Ja, also wenn wir in den Nahen Osten schauen, dann gibt es da Spannungen, die einen sehr langen historischen Hintergrund haben. Wenn wir nach Nordafrika schauen oder in die arabischen Länder, dann ist das ein großes Problem für die Christen, die dort leben, die entweder sich überhaupt gar nicht zeigen dürfen, wie etwa in Saudi-Arabien, als Christen zu erkennen geben dürfen, oder die sogar verfolgt werden, wenn sie sich als Christen zu erkennen geben. Es gibt auch ganz andere Situationen. Ich denke an manche Länder in Afrika, wo es anders als im Moment in Nigeria, ein sehr harmonisches Miteinander von Christen und Muslimen gibt. Und ich nehme unsere Wirklichkeit hier wahr, wo ich doch im Alltag der Menschen, vielleicht ist die politische Ebene und die Fragen, die sich da manchmal stellen, nochmal eine andere. Und es gibt sicher auch Ausnahmen, wenn ich an manche Diskussionen um Moscheebauten denke, aber in vielen Städten gibt es ein doch sehr freundschaftliches Miteinander von Christen oder auch Nichtchristen oder Nichtgläubigen und Muslimen in unserem Land. Ja, dann danke ich Ihnen recht herzlich, dass Sie unsere Fragen so nett beantwortet haben und verabschiede mich hiermit von Ihnen und von den Zuhörern. Dankeschön. Danke auch.